Das Monsterverse rund um Godzilla und Kong erfreut sich einer unfassbaren Beliebtheit. Und ich weiß, obwohl es auch sehr viele Menschen da draußen gibt, die sagen, ja, aber ab Godzilla vs. Kong wurde das Ganze so marvelisiert, das fühlt sich mehr an wie eine Comic-Verfilmung. Ich kann die Kritik nachvollziehen, definitiv, aber auch ich bin der Meinung, ey, das Monsterverse hat so viele interessante Aspekte, so viele Dinge, die wir noch nicht gesehen haben, die wir noch erleben müssen, und irgendwie fühlt sich das Ganze an, als hätten wir bisher eine Welt betreten, von der wir noch überhaupt nichts verstanden oder ansatzweise gesehen haben. Deswegen bin ich sehr heiß auf kommende Filme zum Monsterverse. Der nächste Film wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber auch hier gibt es schon ganz große Spekulationen, wer der nächste Bösewicht sein kann. Unter anderem wird hier von euch immer öfter in den Kommentaren niemand Geringeres als Biollante ins Rennen geworfen. Und ich habe mir gedacht, okay, passt auf, wir nehmen einfach mal eure Idee, euren Fanwunsch und sagen, morgen kommt ein Teaser raus und wir erfahren jetzt wirklich, Biollante wird der nächste große Gegenspieler im Monsterverse. Wie könnte ein Film aussehen, in welchem Biollante nach den Ereignissen von Godzilla Kong the New Empire der nächste Hauptantagonist wird? Ich habe mir da mal einige Gedanken drüber gemacht und wie gesagt, das ist nur meine Meinung, das ist nur meine Idee. Ihr könnt mir gerne eure Idee und eure Meinung am Ende des Videos unten in die Kommentare reinschreiben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und jetzt legen wir aber erstmal los mit der Thematik, wie würde ein Biollante im Monsterverse aussehen, beziehungsweise was für eine Story hätten wir dann und wie würde Biollante funktionieren? Legen wir los, viel Spaß! Ja, ihr Lieben, nach dem epischen Aufeinandertreffen von Godzilla und Kong im vergangenen Godzilla Kong The New Empire stellt sich eine ganz wichtige Frage, die Monsterverse-Fans auf der gesamten Welt doch brennend interessiert. Welche Kaiju werden als nächstes auftauchen? Während sich viele Fans einfach auf einen neuen Showdown der beiden Giganten Godzilla und Kong freuen, könnten wir jedoch einen alten, aber fast vergessenen Kaiju zurück ins Rampenlicht bringen. Ja genau, die Rede ist hierbei von Biollante oder Biollante, wie sie im Englischen heißt. Und ja, ich muss zugeben, dass der Gedanke, Biollante ins Monsterverse zu verschaffen, wirklich sehr verlockend ist. Doch wie würde dieser monströse Hybrid aus Pflanze und Reptil im modernen Monsterverse aussehen? Was wäre seine Herkunftsgeschichte und wie würde er nach den Ereignissen von Godzilla Kong The New Empire in die Story passen? Lasst uns hier in diesem Video mal gemeinsam eintauchen in diese faszinierende Idee. Biollante betritt das Monsterverse. Okay. Seien wir aber so fair und holen auch die Leute mit ins Boot, die vielleicht mit dem Toro Godzilla überhaupt nichts am Hut haben und bisher nur die Monsterverse-Filme gesehen haben. Genau für die Leute werden wir gerade nochmal einen kurzen Crashkurs in Biollante machen. Biollante ist ein Kaiju, der seinen ersten Auftritt im Jahr 1989 in Godzilla vs. Biollante hatte. Er ist ein wirklich einzigartiger, aber auch furchteinflößender Gegner von Godzilla. Geschafft aus einer Mischung aus Godzilla-DNA, Pflanzenrose und menschlichem Erbgut. Biollante war ursprünglich das Experiment eines Wissenschaftlers, der den Tod seiner Tochter durch ein genetisches Experiment rückgängig machen wollte. Doch das Resultat aus dieser Forschung war ein gigantisches Pflanzenmonster, das nicht nur über eine massive Körpergröße verfügte, sondern ebenfalls über tentakelartige Ranken und eine äußerst gefährliche Sporenattacke. Die gesamte Origin-Geschichte von Biollante habe ich auch schon mal ein bisschen ausführlicher in den Videos hier bearbeitet. Wenn dich der Ursprung dieses besonderen Titanen noch weiter interessiert, dann schau doch mal hier oben links in der Ecke, da habe ich dir das Video gerade mal verlinkt. Da habe ich die gesamte Ursprungsgeschichte von Biollante noch einmal etwas detaillierter erklärt. Im Monsterverse selbst wäre genau diese Biollante eine unglaublich interessante Ergänzung. Nicht nur wegen seiner visuell atemberaubenden Erscheinung, die sie auch schon in den Toho-Film mit sich brachte, sondern auch wegen der tiefen Verbindung zu genetischen Experimenten und den aktuellen Themen des Universums, wie etwa der menschlichen Manipulation der Natur. Wie genau würde Biollante im Monsterverse aussehen? Das Monsterverse hat bisher dafür gesorgt, dass jede Kreatur, die es eingeführt hatte, einzigartig und visuell spektakulär dargestellt wurde. Ich meine, schauen wir einfach mal auf alte Kreaturen zurück, die wir vorher nur aus Toho kannten, und gucken uns mal an, was das Monsterverse daraus gemacht hat. Sowohl Ghidorah als aber auch ein Rodan sehen wirklich unfassbar gut aus. Ebenfalls wurde Mothra perfekt umgesetzt. Von Godzilla selbst müssen wir überhaupt nicht sprechen. Ja, das Design, das am Anfang doch noch sehr gewöhnungsbedürftig für viele rüberkam, ist, glaube ich, inzwischen mitunter eines der Lieblingsdesigns der Fans geworden. Und auch die neue Interpretation eines Mecha-Godzilla ist wirklich atemberaubend und bombastisch.
Also wie würde Biollante aussehen, wenn dieser Kaiju Teil des Monsterverse wird? Stellen wir uns hierbei Folgendes vor. Biollante im Monsterverse wäre noch beeindruckender als im Original. Seine Größe könnte locker mit der von Godzilla Evolved konkurrieren. Mit einem massiven, pflanzigen Körper, der von einem grün und violetten Farbton durchzogen ist. Die massiven Ranken dieses Titanen würden unaufhörlich weiterwachsen und sich in alle Richtungen ausbreiten. Und Biollante könnte ähnlich wie bei Ghidorah elektrische Ströme leiten oder eben Säure spritzen. Sein Maul wäre riesig, und wenn ich sage riesig, dann wirklich unfassbar gewaltig. Hier habe ich mal ein Bild für euch eingeblendet, wo ihr das Original mal seht. Der Vergleich von Biollantes Maul gegenüber zu Godzillas Körper ist wirklich atemberaubend. Irgendwie eine Mischung aus Krokodil und einer Venusfliegenfalle. Dieses Maul würde sich auch im Monsterverse öffnen können, um giftige Sporen oder einen mächtigen Strahl zu verschießen. Eine Mischung aus pflanzlicher Energie und Godzilla-artiger Atomic Breath-Strahlung. Sein Wesen wäre halb pflanzlich, halb tierisch, was ihn zu einem einzigartigen Gegner machen würde. Und ja, wenn ich hier von ihm spreche, ich rede von dem Titan, der Titan oder eben auch der Kaiju Biollante. Diese Hybridstruktur könnte bedeuten, dass Biollante sich durch Photosynthese regeneriert und so beinahe unsterblich ist. Zumindest solange er Sonnenlicht erhält, weil, naja, er ist eben eine Pflanze. Hiermit könnte man dann ebenfalls auch zugleich eine Schwäche von Biollante ins Monsterverse mit einbauen und, naja, irgendwie damit arbeiten, dass die Menschen möglicherweise versuchen müssten, den Himmel zu verdunkeln, um Biollante Macht etwas abzuschwächen. Seine Wurzeln könnten tief in die Erde greifen, um Energie aus dem Boden zu ziehen, was dann ebenfalls wieder einen Weg in die Hohlerde bringen könnte. Zumindest könnten wir so die Geschichte der Hohlerde weiter ausbauen. Biollante könnte also auf diesem Weg nicht nur die Oberfläche bedrohen, sondern ebenfalls auch Kongs Heimat, die Hohlerde, und würde somit Shimo und Kong auf den Plan rufen. Und ja, wenn ihr euch vorher noch dachtet, okay, aber Godzilla evolved Shimo und Kong, da würde Biollante doch nicht allzu viele Chancen als Gegner haben, oder? Naja, in diesem Fall jetzt schon, denn wir haben ja in Godzilla Kong bereits gesehen, dass die Hohlerde ein unfassbares Sammelsurium an radioaktiv geladenen Kristallen hat. Sollte eine Biollante also mit ihren Ranken ebenfalls die Hohlerde anzapfen können, wäre sie mit Abstand das mächtigste Wesen auf dem Planeten. Aber wie könnte Biollante im Monsterverse entstehen? Wie gesagt, die Original-Story mit einer gewissen Erika habe ich euch mal da oben verlinkt gehabt. Holt das einfach mal nach. Wir haben jetzt nur das Problem, dass wir im Monsterverse keine Erika selbst haben. Und naja, deswegen müsste sich die Geschichte hier ein bisschen abwandeln. Die perfekte Storyline könnte sich aus den Ereignissen von Godzilla Kong entwickeln. Also von Godzilla Kong The New Empire. Denken wir mal zurück an das, was wir schon gesehen haben. Genetische Experimente und die Erforschung der Hohlerde und die ständigen Versuche, die Macht der Titanen zu kontrollieren. Hier könnte der Kaiju Biollante seinen Ursprung finden. Nachdem die Menschheit versucht hat, Kaijus wie Mechagodzilla zu kontrollieren bzw. zu erschaffen und dann ebenfalls mit Gehirnzellen von Ghidorah zu kreuzen, könnten Organisationen wie Apex oder geheime Fraktionen innerhalb von Monarch nun den nächsten Schritt wagen. Die Verschmelzung von Titanen-DNA und anderen Lebensformen, quasi einen Hybrid zu erschaffen. Nach den Ereignissen von Godzilla Kong The New Empire wäre es also denkbar, dass Wissenschaftler Godzilla-DNA nutzen, um Pflanzen oder sogar Tiere genetisch zu modifizieren. Die Idee der Kraft eines Titanes mit der Natur selbst zu kombinieren, könnte als Versuch gesehen werden, eine biologische Waffe zu erschaffen. Eine Kreatur, die sich regenerieren kann und gleichzeitig die Eigenschaften eines Titanen besitzt. Ein Experiment also, das außer Kontrolle gerät und das dann zu der Entstehung von Biollante führt. Der Kaiju beginnt als einfache Pflanze oder eben als kleines Hybridwesen, entwickelt sich jedoch sehr schnell zu einem gigantischen Kaiju, der seinen eigenen Willen hat und die Welt um ihn herum zu verändern versucht. Ebenfalls bin ich auch der Meinung, dass man hier irgendwie eine Geschichte noch mit Gia einbauen könnte, dass, naja, im Originalfilm ja eine gewisse Erika stirbt und eben ihr Vater dann versucht mit Hilfe von Biotechnologie, nennen wir es einfach mal, Erika wieder zurück ins Leben zu bringen. Daraus entsteht dann eben nach und nach auch Biollante. Diese Geschichte wäre wahrscheinlich ein bisschen zu radikal für das aktuell doch sehr marvelisierte und comicmäßige Monsterverse. Aber das wäre noch so das i-Tüpfelchen obendrauf, wo ich sagen würde, ja, nehmt diese Geschichte und packt aber vielleicht noch den Faktor Gia mit rein. Denn dann könnte dieser Film hier auch wirklich eine dramatische Note für unseren lieben Kong mit sich bringen, der mit Gia schon eine Art von Freundschaft gefunden hat.
Im Monsterverse sollte Biollante also nicht einfach nur ein Monster sein. Der Kaiju wäre eine Naturgewalt. Während Godzilla oft als Beschützer der natürlichen Ordnung dargestellt wird, beziehungsweise Kong die natürliche Ordnung in der Hohlerde herstellt und Godzilla eben an der Oberfläche, wäre Biollante der ultimative Albtraum der menschlichen Arroganz. Eine Kreatur, die geschaffen wurde, um die Macht der Titanen zu kontrollieren, aber stattdessen zur Bedrohung für die gesamte Menschheit und sogar die Erde wird. Biollante könnte nicht nur durch seine gewaltige Größe und Stärke bedrohlich sein, sondern auch durch seine Fähigkeiten, die Umwelt um sich herum zu beeinflussen. Er könnte Wälder in dichte Dschungel verwandeln, die schnell wuchern und ganze Städte verschlingen. Das müsst ihr euch einfach nur mal visuell vorstellen, wie beeindruckend das auf der großen Leinwand aussehen könnte. Die Kontrolle über Pflanzen und die Natur würde Biollante eine besondere Art von Macht verleihen, die ihn noch dazu von sämtlichen bisherigen Gegnern von Godzilla im Monsterverse abheben würde. Was genau wäre das Ziel von Biollante? Naja, im Gegensatz zu den meisten Titanen, die ja entweder beschützen oder zerstören wollten, könnte Biollante als reine Manifestation der Natur agieren. Ähnlich wie die Verschmutzung unserer Erde wäre Biollante einfach ein Ergebnis der Menschheit selber und eben erneut unsere Arroganz, die wir an den Tag gelegt haben, im Glauben, wir könnten doch alles kontrollieren. Biollante würde also nicht gezielt gegen die Menschheit vorgehen, sondern einfach seine Umgebung dominieren. Ähnlich wie ein Ökosystem, das sich unaufhaltsam ausbreitet. Der Film sollte uns des Weiteren aber auch positive Aspekte an der Entstehung von Biollante zeigen, damit auch wir als Zuschauer irgendwie in so einen moralischen Zwist kommen. Wir könnten in dem Film einfach auf der einen Seite sehen, dass immer mehr Menschen sterben, immer mehr Städte in sich zusammenfallen, aber auf der anderen Seite könnten wir auch beobachten, dass die Natur damit beginnt, sich nach und nach wieder zu erholen. Biollante würde also plötzlich wie das nötige Übel dastehen und genau das macht ihn zu einer unberechenbaren Bedrohung für die Menschheit, aber auch, naja, für alle anderen Titanen. Natürlich würde es auch einen gewaltigen Showdown zwischen Godzilla und Biollante geben. Der Höhepunkt eines Films, der Biollante ins Monsterverse einführt, wäre natürlich ein epischer Showdown zwischen, naja, Biollante und Godzilla. Aber wie würde dieser Kampf wirklich aussehen und vor allem, wer würde gewinnen? Godzilla hat im Monsterverse bereits gezeigt, dass er in der Lage ist, es mit den mächtigsten Kreaturen aufzunehmen. Sei es King Ghidorah oder auch Mechagodzilla, doch Biollante wäre eine ganz andere Herausforderung. Seine Ranken könnten Godzilla umschlingen, seine Pflanzenkraft könnte Godzillas Regeneration herausfordern und seine Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren, würde ihn zu einem nahezu unsterblichen Gegner machen. Biollante könnte Godzilla in der Defensive halten, indem er ihn mit einer Mischung aus physischen Attacken und toxischen Sporen attackiert, die sogar Godzillas Haut durchdringen könnten. Somit könnte Biollante ebenfalls verhindern, dass sich Godzilla in Godzilla Evolved verwandeln kann, da dieser vergiftet ist und möglicherweise nicht mehr die Energie aufbringen kann, um diese Art von Radioaktivität zu bündeln. Doch Godzilla hat nun mal eine verdammt enorme Menge radioaktiver Energie und seine Alpha-Dominanz, naja, die im Monsterverse als Schlüssel zu seinem Sieg gegen andere Kaijus diente. Ein Kampf zwischen den beiden wäre nicht nur ein physischer Krieg, sondern auch ein Kampf der Elemente. Radioaktive Energie gegen pflanzliche Urkraft. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ebenfalls noch Shimo und Kong auf der Seite von Godzilla haben, die auch hier mit Sicherheit ordentlich mitmischen würden. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber irgendwie bekomme ich Gänsehaut bei dem Gedanken, wie wir sehen könnten, wie Biollante einfach immer weiter wächst, immer mehr Energie bekommt und schließlich so groß ist, dass er sogar Godzilla und Kong und Shimo in den Schatten stellt, was die reine Dimension der gewaltigen Größe angeht. Die Story von Biollante im Monsterverse könnte jetzt auf verschiedene Arten enden, je nachdem, welche Botschaft der Film vermitteln möchte. Wenn Biollante als ultimative Warnung vor der Manipulation der Natur fungieren soll, dann könnte er entweder in einem epischen Finale besiegt werden, möglicherweise durch Godzillas Atomic Breath, oder er könnte zurück in die hohle Erde getrieben werden, wo er sich ungestört entwickeln könnte. Das bedeutet, man würde Biollante hier eben einfach noch einmal sichern für kommende Filme und darauf warten, bis die Menschheit eben erneut mit ihm konfrontiert werden kann. Ich mag diesen Gedanken, wenn Biollante eingebaut wird, den Kaiju nicht einfach wieder in einem einzigen Film zu verheizen. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass Biollante sich in eine weniger aggressive Form zurückverwandelt, vielleicht eine Art von friedlicher Wächter über die Natur, ähnlich wie auch Mothra das macht, aber naja, viel weniger kontrollierbar. Damit könnte man ebenfalls den Aspekt, dass Biollantes Auftauchen auch noch etwas Schönes für die Natur hatte, weiter positiv im Film mit einbauen. Und wer weiß, Biollante könnte eines Tages auch an der Seite von Godzilla, Kong und Shimo gegen einen weiteren Gegner kämpfen.
Vielleicht wäre Biollante am Ende nicht einfach nur rein böse, sondern lediglich ein Produkt menschlicher Arroganz, das letztlich, naja, seinen Platz in der natürlichen Ordnung finden wollte und zum Schluss eben dann auch findet, durch die Hilfe von Godzilla, Kong und eben auch Shimo. Ihr merkt schon, Biollante wäre also eine unglaubliche Ergänzung für das Monsterverse. Nicht nur wegen seiner visuellen und vor allem erzählerischen Möglichkeiten, sondern auch, weil er uns daran erinnert, wie gefährlich die Vermischung von Wissenschaft und Natur sein kann. Ja, das wäre eine ganz klare moralische Warnung an uns Menschen, ähnlich wie es auch bei Jurassic Park der Fall gewesen ist. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass der allererste Godzilla-Film bereits damit begonnen hat, eine Warnung nach außen auszusprechen. Godzilla 1954 war eine gewaltige Metapher vor der Angst vor Atomwaffen. Ein Biollante im Monsterverse wäre also mehr als nur ein Gegner für Godzilla. Er wäre eine Verkörperung dessen, was passiert, wenn die Menschheit versucht, die Natur zu dominieren. Mit klar katastrophalen Folgen. Jetzt seid wie immer ihr gefragt, was denkt ihr? Würde Biollante in das Monsterverse passen? Und wie würdet ihr euch einen Kampf zwischen Biollante und Godzilla vorstellen? Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Kaiju-Analysen und Spekulationen mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ihr Lieben, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.